Rocket League, let's play together. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, und heute habe ich mal was Besonderes für euch, was das Let's Play Together betrifft. Denn heute spielen wir einmal schneefrei. Das ist ein Modus, den ich noch gar nicht gezeigt habe. Ich habe im Singleplayer mal drüber gesprochen. Es ist einfach Eishockey statt Fußball. Ist eigentlich richtig spaßig, aber viel mehr möchte ich gar nicht verraten. Lasst euch einfach überraschen und dazu wünsche ich jetzt einfach viel Spaß. Schneefrei, Attacke! Das war ich. Du warst mir im Weg. Ich finde es gut, dass wir gegen diesen Bronco jetzt spielen. Da ging mir auf die Nerven im letzten Spiel. Hi. Ja. Boah, guck Alter, dir das Tor an. Wir haben schon wieder so einen richtigen Anti-Mate. Ich hätte jetzt auch rein. Ja, guck mal, ich hätte auch reindrücken können und dann werde ich von hinten weggerannt. Aber ich habe ihn noch mit so einem Rechtszeitfalls hier. Wir haben einen Anti-Mate. Ja, wenn du nicht gewesen wärst, wäre er nicht reingegangen. Weil ja, es ist halt so eine Sache. Hat. Also, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, aber eigentlich sind mir die Spielmodi, wo man zu zweit spielen können, lieber, weil ich weiß halt auch nicht so recht. Mit Randoms irgend sowas machen, ist immer so ein Ding. Also. Aber naja. Kriege mal hin. Aber dieses Rollspiel vor. Ja, ja, das ist halt auch manchmal ein bisschen. Ich sag jetzt nicht, was ich denke. Das war fast nur eine Vorlage, der Befreiungsschlag. Er macht selber eine Vorlage, die sogar da auf die ist. Ah, ich war glaube ich dran, aber was hat. Boah, der wieder Trudel, guck mal, wo der hinfliegt, der Ball. Wahnsinn, der Ball ist. Der hat so viel Speed, dass das nicht mal eine Vorlage ist, so richtig. Nein! Ich halte die Klappe. Ja, wie der trudelt halt mal. Ja. Aber dass er ihn auch genau noch. Bad Boy hat das Match verlassen und Styx hat das Match betreten. Haben wir jetzt einen Bot oder was? Ja. Der ist mir lieber, ehrlich gesagt, als. Ja, ist echt so. Aber naja. Ich verstehe nicht, warum es sich Puck zu zweit gibt. Was denn das? Puck ist auch schön. Es ist schneefrei und nicht Puck. Ja, man spielt halt mit Puck. Ja, das stimmt. Das heißt ja auch nicht irgendwie. Ja? Keine Ahnung. Körper heißt ja Körper wegen dem Tor. Alter! Wie soll denn der Spiel, wo es dann heißen? Einfach Tor oder was? Ja, wieso nicht? Oh Mann, ey, was habe ich da getan? Ich weiß es nicht. Das war irgendwie ein Brain Cramp. Also. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? In jedem Spielmodus leuchtet der Ball. Warum leuchtet der Ball nicht? Das wäre doch cool, wenn der aussehen würde wie so eine leuchtende Disco-Scheibe oder sowas. Da, danke, jetzt bin ich platt. Aber ich habe trotzdem so halbwegs eine Vorlage gemacht. Ich muss ja wieder das gut machen. Ich bin fett. Was ist das denn für ein Spruch? Was heißt das denn wieder? Nein! Du hast es aber verhindert durch den Rums. Dann habe ich ja meine Lebensaufgabe erfüllt. Deine Lebensaufgabe ist auch schön. Nein, nein, aus. Boah, ich war irgendwie noch dran und hab das Ding nur so halbwegs geblockt. Ich muss ja selber was gut zu machen. Hab kein Nitro. Leider. Nochmal zurück das Ding. Wieder schön kommt. Ah, ah. War sogar noch was? Was? Ey, was? War, das war mein Tor. Ich hab nichts gesehen. Warum, Spiel? Warum? Da war ich nochmal dran hier. Ja, aber dann komm ich da. Nee, Radar hat reingedrückt. Ach, Radar. Ist das auch ein Bot da? Radar. Radar hat ihn reingedrückt. Sei doch still. Ich kämpfe hier, weil ich was gut machen muss hier. Ja, der Neue, der bei uns ist, irgendwie AFK jetzt. Und jetzt hat er mich geschubst. Na, vielen Dank. Ich will den Bot wieder haben. Ja, mach irgendwas. Irgendwas. Oh, 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 oh. Das war wichtig. Ah, die gucken ständig vorbei, ne? War Vorlage. Ah, ja, ich hab. Ja, mein Gott, das war der Hitze des Gefechts. Nein, das war Absicht. Ja, genau natürlich, gesehen. Nur so. Ich hab ja auch nichts anderes zu tun, als Eigentore zu machen und dich wegzuromsen. Jetzt mach ihn aber rein, du hast freie Bahn. Ich hab aber keine Ahnung, der war zu schnell. Ja, wie man's macht, ist falsch. Ich hatte voll Nitro, aber ich bin nicht schnell genug gewesen. Ich den die ganze Zeit mit rausfischen von uns. Ja, danke. Ja, das war der Mage, der sogenannte. Jetzt Vorlage, komm.
Okay. Du musst mal gucken. Ich wollte die Kurve nehmen und unser Main. Ich wollte die Kurve. Guck es ja. Oh, wie sie kuscheln, was? Ich mach das Tor. Ey, wir haben solche Anti-Mates die ganze Zeit. Ja, das ist doch immer so. Wir spielen gegen 4, 2 gegen 4. Ja. Bisschen schon. Ich glaube, ich bleib mal hinten, so wie ich da stehe. Jetzt ist er AFK oder was? Das auch noch. Aber eben schon. Ja, super. Ich meine, das hilft halt mal. Nicht. Ich hab den Gegner weggekickt, zählt das? Nein. Nein! Gut, das ist schwer, das dann zu verteidigen. Das ist echt schwer. Ich hab versucht, irgendwie seitlich was zu machen, aber. Ja, ich weiß. Ich wusste auch nicht so recht, was tun. Spannend ist es ja. Von Mates aufregen. Ja, vielleicht. Einfach genießen. Oder von Gegnern weggeschossen werden. Oder das. Halt weg. Ja, genau so wie Kuba oder was? Ich glaube, ja, ich meine, passt schon. Verdammt, das wäre besser gewesen. Was? Hä? Tja. Schade eigentlich. Ich wollte genau aufhalten, indem ich stehen bleibe. Ich bin genau vorbeigerutscht. Dumm gelaufen. Mann. Ja, wie reißen wir noch? So schlecht. Ach, was? Unsinn. Ja, irgendwie nicht. Das ist es ja. Wie ich das gewusst hätte. Ey. Jetzt aber. Ich hab aber auch die ganze Zeit weggerannt. Die ganze Zeit. Der Bronco rammt aber auch die ganze Zeit seine Mates weg. Vorlage. Ja, also, geht doch. So, was geplant? Spielmacher habe ich bekommen. Ich mache lauter Vorlagen. Oh, der war fast an dir vorbei, oder? Ja, ich hatte ja kein Nitro. Nichts. Komm, das gewinnen wir noch. Warum sterbe ich? Die standen! Weil du es vielleicht verdient hast oder so, ich weiß nicht. Komm, jetzt haust du ihn einfach von hinten raus. Na so. Na, der trudelt fast noch rein hier, so. Kopfball oder so. Der kommt nicht schlecht. Ja, ja, ja. Ja nein! Ich dachte, der wäre drin. Ich hätte. Ah, ist das hart. Komm, immer noch wieder heiß der Ball. Ja. Yes! Baby! Da kommen wir wenigstens bisher nicht in die Verlängerung. Und sie verlassen reihenweise das Spiel. Darf ich mal da ja, das reicht, das reicht, das reicht. Jetzt nur noch blocken oder keine Ahnung was. Einfach drauf crashen. Crash, Baby. Wir gewinnen 5-4. Der Ball ist. Der Ball, sag ich schon. Der Puck. Jetzt, diesmal hopft er aber auf, ist mir egal. Ich lass ihn droppen, so. Jawohl. Wertvollster Spieler, Baby. 2 Tore, 3 Vorlagen, 4 Schüsse. Nur so. Bitte, was hast du gesagt nochmal, bitte? Wie war das? Angeber, ja. Hast du richtig gehört, Angeber. Let's fetz. Warum hast du denn? Weil du da stehst. Hast du. Auch mal. Weißt du, wie es ist, um weggerannt zu werden? Ich dachte, ich schubst dich und du schubst den Punkt und dann wird's ein Tor oder so. Oh, der war gut. Ich habe nur kein Nitro, das ist das Problem. Jetzt auch nicht mehr. Auch nicht. Oh, Ja! Auch nicht schlecht, wollte ich eigentlich sagen, aber. Dann machst du mal was Gutes und dann kommt der Gegner und sagt. Ja, komm, jetzt passt schon. Oh, unschön, unschön. Ja, weghauen einfach, ist doch egal wohin. Er kommt wieder zurück. Sag mal, was denn du? Habt ihr hier entschieden langsam? Oh Mann, das war unser Mate. Ja, toll. Bing-Bong, Tor. Das war richtig gut, was wir gemacht haben. Ja, und der haut ihn halt zurück, weißt du? Was soll das? Was macht er da? Wieso gibt er denn eine Vorlage? Ist der dumm? Ey, immer diese Anti-Mates.
Genau vorbeigesprungen. Ja, oder? Doch, ich meine Schuld. Na. Er trudelt. Jetzt aber. Ah, schade. Hätte er nicht gewesen vorne? Ja, Rettung hat er auch bekommen. Oh ja, die ganze Zeit ein Schneckenverbot herum, ey. Nicht nur du. Nein! Oh, sehr gut. Mach ihn rein, du hast Platz. Oder mach eine Vorlage, geht auch. Ich bin nämlich fast da. Ja. Wie schnell war der jetzt da? Er trudelt schon wieder. Trudel. Nein, der wird nicht rausgehauen. Ah, ich versuche aber alles, es klappt nicht. Ja, geht mir auch so. Naja. Ich stehe dann halt auch plötzlich mal zu dritt im Tor oder so. Alles wird gut. Da weiß ich natürlich schon vorher springen, weil ich mir denke, der Gegner schießt, vielleicht kann ich ihn blocken. Nein, es wird kein Tor gemacht, jetzt reicht's mir hier. Du hausch auch ab. Weißt du, anstatt ich mal Glück habe, dass er mich auch so sehr lang spielt. Ja. Naja. Lustig, jedes Mal, wenn wir den Puck irgendwie in die Gegnerrichtung schießen, ist schon ein Gegner da, der ihn einfach wieder zurückschießt. Ja, ich bemühe mich, aber ich meine, es steht ja nur 1-0, wir werden doch eins machen. Hallo? Jetzt zum Beispiel. Jetzt hast du noch Platz. Mach ihn rein. Ich versuche nochmal eine Vorlage. Ja, vielleicht auch nicht, weil er den auf der Luft spielt. Ach, unser Mate. Was ist das? Hab's gesehen. Was mache ich jetzt? Ja, ich werde weggerammt, ganz toll. Wir haben es echt geschafft, ey. Aber wir haben es nicht reinbekommen. Geschafft. Komm, jetzt haben wir mal den Platz auf der anderen Seite, Alter. Ich habe nur kein Nitro, das ist das Problem. Schon. Den Toten dann blocken. Oh, sehr gut. Ich kämpfe. Habe ich gelauert. Dann kam es. Das gewinnen wir. Was wir für Triad-Tore machen, weißt du, die Gegner machen immer so diesen Tor. Ja, naja. Oha, oha, oha. Alter, viel zu schnell, oder? Oh, da war ein Pfosten, Alter. Fuck, Alter. Pfosten, ja. Oh oh. Oh oh. Ekelhaft. Oh nein! Das hast du gemeint, oder? Ja. Mann! Ich war sogar fast am dran, ey. Ich war nur irgendwie zu schnell oder zu langsam. Oh Mann, vorbei. Das ist nicht zu glauben, ehrlich. Ich war zu langsam. Ja, so blöd halt. Er kann auch vorbeirutschen voll. Ja. Aber wenn du Glück hast, dann bleibt er halt hängen. Ja. Und wenn du Pech hast, dann prallt er halt ab. Verstehe nicht, wie die so schnell an dem Puck sein können. Die sind jedes Mal als erstes am Puck. Keine Ahnung. Ist mir egal, ich will das trotzdem gewinnen. Ey, der Radar, ne? Dauerhaft weg, ey. Nicht mehr viel Zeit. Und immer ist einer hinten, weißt du? Die ganze Zeit. Du fahr nochmal mit Vollgas bewegen. Ja, ich habe halt versucht zu blocken, aber er trudelt natürlich in unsere Richtung. Aber was soll ich denn machen? Ich versuche schon alles. Jawohl. Ja, oh. Direkt aufs Tor! Ja, ey, genau. Also bis weit ran. Ich versteh's nicht. Egal wo wir den Ball hinspielen, das ist immer Gegner. Sehr gut. Ey, ich geb hier echt alles, ganz ehrlich. Ich rette hinten, mach vorne ein Tor, ich will nichts sagen, aber. Ja, keine Ahnung. Entweder werde ich hochgekriegt oder die Gegner schießen dann zurück. Komm, das gehen wir noch. Nicht aufgeben jetzt aus. Vor allem keinen mehr kriegen. Wesens in die Verlängerung retten oder so. Wesens das. Jawohl, sehr schön. Ja, aber. Ja, ist egal, weiter. Trotzdem. Ja, weitermachen. Ja.
Jetzt kommt so ein Laktor da drüben noch reinmachen oder so. Der ist noch in der Luft, der zählt noch. Oh, der wäre, glaube ich, drin gewesen, Alter. Ist aber immer so. Ich halte es nicht aus. Ja. Ey, mit 2 km/h tötet er mich. Warum? Ah, oh, ich bin drüber geflogen. Mist. Ja, natürlich. Lockt der hier. Nein. Boah, wie der den reinmacht, ey. Er fliegt halt. Es ist halt klar, dass wir so ein. Ich hab alles. Er fliegt, Digga. Guck mal noch, wie ich. Guck mal, die fliegen beide. Habe. Ich meine, was soll ich machen? Du hast noch versucht, ihn zu halten gegen. Ah, ist das hart. Aber wir haben gekämpft. Also, ich hab echt alles versucht. Ich meine, dieser JFK oder. Gut, ich weiß nicht, ob der gerade gejoint hat, aber der hat halt bei 0 Punkte, Alter.